Moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge hier bei Let's Play Grid Autosport. Wir machen weiter mit Saison 12 und das Rennen 2 hier am Hockenheim geht weiter. Das erste Rennen, da sind wir Dritter geworden. Da haben wir gekämpft wie ein Löwe, hat aber nicht gereicht. So, aber jetzt in umgekehrter Reihenfolge des letzten Rennens. Das heißt, unser Teamkollege startet ganz vorne, Raven West startet ganz hinten. Und wenn wir das perfekt nutzen können, dann wird sich das hier vielleicht sogar auszahlen können. Ähnlich wie das zweite Rennen bei der Serie davor mit diesen komischen Pickups. So, wir müssen jetzt halt nur gucken, dass wir uns möglichst schnell nach vorne arbeiten können. So, 4 Runden gibt es. Unser Teamkollege ist schon auf Platz 2. Da wäre natürlich schön, wenn der denn auch Zweiter bleibt, aber halt so, dass wir dann Erster sind. Ah, das ist alles andere als gut. Da ist viel mehr drin. War jetzt noch schlechter eigentlich, naja. So, wichtig ist, dass Raven West auch nicht an uns vorbeikommt oder auch nicht so schnell nach vorne kommt. So, 9. Platz. Und der Teamkollege ist wieder auf Platz 1 und kann da sogar schon auf der Karte leicht davon kommen. Das ist doch schon mal eine gute Nachricht. So, die schenken sich hier jetzt auch gar nichts. Ich wollte da eigentlich so ein bisschen drumrum fahren und da nicht mit rein ins Gemenge. Ah, und jetzt in rein, ja, gerade noch. Und hier vorne jetzt auch. Aber der macht uns der Blaue hier einen Strich durch die Rechnung. Alter, ist das ein Wichser, ey. Schiebt er uns hier die ganze Zeit auf dem Gas gewesen, der Penner. Dann halt außenrum. Wir müssen auf Platz 2. Besser noch auf Platz 1. Aber Platz 1 können wir ja diktieren, dass unser Teamkollege uns dann noch vorbeilässt. So, und ich hoffe doch auch sehr, dass Raven West hier auch nicht allzu schnell nach vorne kommt. So, und leider hat das Auto auch so einen leichten Linksdrall jetzt, was ein bisschen nervend ist. 2 Runden haben wir ja noch, aber noch geht es. So. No. Ach, das war Mist. So sehr möchte ich unser Auto gar nicht schrotten. Ja, das war besser. Ich will die ja auch gar nicht wegboxen. Die sollen ja schön als Puffer hinter uns bleiben. Bevor sich da Raven West dann hinsetzt und uns die Punkte wegnimmt. Einer von den Raven West Heinis wäre halt schön, wenn der ganz hinten ist. Mal gucken, ob wir dann nochmal handgreiflich werden müssen. So, ich attackiere ihn auch nicht. Ich fahre einfach hinter ihm her. Bisschen Auto schon. Wie es aussieht, hatte Rick Scott einen Unfall. Oh, das hört sich gut an für uns. Rick Scott ist ja hier unser Hauptkonkurrent, auch Raven West. Ja, da vorne sind die beiden schwarzen Autos. Oh, was macht er denn? Jetzt muss ich wegen ihm eine Rückblende nehmen, oder was? Oh, bitte nicht. Na, es geht doch. Junge, merkst du nicht, dass wir hier eine Mission haben? Eine Rückblende haben wir noch. Oh, wow, 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 wow. So,
So, und keine Sorge, Kollege, ich beschütze dich. Auch wenn ich die anderen dabei leider so ein bisschen aufhalten... Alter, was für eine kranken Schweine hier. Alter. Ja, mit dem wird Ravenrest auch noch sehr viel Spaß haben, denke ich. Die Ratte hier noch versucht, unseren Teamkollegen zu attackieren. Oh nein, und da ist jetzt der erste von den beiden. Der Rick Scott ist... Oh nein. Das war unser Teamkollege, wa? Was fährt der auch schon wieder so weit nach außen? Oh, bitte bleib auf der Strecke. Ich kann mich irgendwie nur auf den konzentrieren gerade. So, wir haben auch keine Rückblende mehr. Ich werde jetzt auch keinem von den Ravenrest-Typis versuchen, noch nach hinten zu buxieren, denn wenn da ein Fehler bei rumkommt, dann... wäre das sehr, sehr schade. Aber ich werde natürlich versuchen, hier meine Position zu halten. Scheiße. Aber Dominguez ist noch vorne. Ja, das ist okay. Damit können wir leben. Wenn der jetzt ins Ziel kommt noch, die letzte Kurve als erster, dann ist das alles in Ordnung. Ach, es war auch egal jetzt. Ich hatte noch versucht, dass da noch einer zwischen uns kommt, aber so ist noch einer außen vorbei. Ist aber auch egal. Gibt sich von den Punkten her, glaube ich, nicht so viel. Wichtig ist, dass der Dominguez vorne ist. Okay, so ist jetzt ein Punkt Unterschied zwischen uns und Rick Scott, sonst wären es dann zwei. Aber, scheiß drauf. Puh, das war erstmal ganz gut. So, gucken wir gerade mal, wo ist der andere? Ja, natürlich ist der andere direkt auch auf Platz 7, aber wir haben erstmal aufgeholt. Wir können es ja mal addieren. 20 und 11 macht 31 und Rick Scott 10 und 9. Also 12 Punkte haben wir eingeholt, haben wir aufgeholt. Das heißt, wir sind weiterhin vorne. Leicht ausgebaut wieder. Und ein Punkt nur noch hinter Ravenrest. Also das kann noch ganz interessant werden. Und es gibt ja noch ein komplettes Event, welches wir noch vor uns haben werden. So, und da wollen wir jetzt nochmal schön reinschauen. Ja, das ist, sind nochmal zwei Rennen und Qualifying. Das Qualifying machen wir dann in dieser Folge. Und die beiden Rennen dann in der nächsten, der Red Bull Ring, das ist ja der ehemalige A1 Ring. In Österreich ist ja auch eine offizielle Formel 1 Strecke. Ja, und wenn wir schon so nah dran sind, dann werden wir auch versuchen, Ravenrest nochmal so ein bisschen auszustechen, damit wir hier uns vor Endurance, bevor Endurance wieder beginnt, so ein bisschen Selbstvertrauen anfressen. Gut, also... es geht los mit dem Qualifying, das werden wir noch in diese Folge mit reinnehmen und die beiden Rennen dann in der nächsten Folge als Abschluss dieser Saison. Auf geht's! Also, ich kenne die Strecke, aber ich weiß nicht mehr wirklich, wie sie geht. Also, die war so lange nicht mal bei der Formel 1 drin, dass ich sie so ein bisschen vergessen habe. Bei den früheren Spielen, F1 2000 und so, was ich da hatte, da war die natürlich noch drin. Aber ich weiß überhaupt keinen Schimmer mehr, wie die funktioniert. Deswegen muss ich mir die jetzt in der ersten Runde erstmal so ein bisschen anschauen. Und dann wissen wir Bescheid, hoffentlich. Also ich habe bisher noch überhaupt keine Kurve getroffen. Also es ist wirklich viele Geraden und dann enge Kurven. So, die beiden Kurven, oder die lange Kurve, haben wir da wirklich ganz gut erwischt.
Aber die Zeit ist natürlich egal, denn der Anfang war einfach zu schwach. So, so kann man die mit Sicherheit auch gut fahren. Dann nimmt man ordentlich Tempo hierfür mit. Für die Startziel. So, und jetzt geht's dann auch los. Vielleicht sollte ich ein bisschen vorher bremsen. So. So, Rick Scott wird nämlich noch eine Bestzeit fahren hier, oder Aaron Wesley, einer von den beiden. Und darum geht's dann nämlich. Nee, nee, nicht die Straflinie. So war das sehr schön. Ja, und auch die haben wir ganz gut erwischt. Also es dürfte erstmal eine gute Zeit werden. Minus 2 Sekunden können wir vergessen, denn die Konkurrenz hat noch keine guten Zeiten gefahren. Der Rick Scott ist nämlich noch letzter. Das wird natürlich so am Ende nicht der Fall sein. So, und jetzt haben wir noch eine Kurve kurz vor Startziel, auf die wir aufpassen müssen. Ich habe es jetzt mal so gemacht, geht wahrscheinlich auch. Gucken wir mal, wo wir denn rauskommen. Ja, erstmal, oh, hauchdünn, zweiter. Nein. Das war wieder ein bisschen abgekürzt. Geht so nicht. Naja, mal gucken. Also, wir müssen uns nur ganz minimal verbessern. Das würde ja schon theoretisch reichen. Oh, im Ernst jetzt. Alter, wie knapp das da ist. Die Bestzeit und dann zweimal ein Hundertstel Rückstand. Und wir müssen natürlich Dritter sein bei sowas. Nein, 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 nein. Die letzte Chance hier nochmal zu korrigieren. Oh nein. Ah, Mist. Da waren wir eigentlich sehr gut auf Kurs. Ah, das ist schade. Das ist schade. Na, da können wir froh sein, wenn es der Dritte wird. Auch wenn es natürlich bitter ist, so knapp hinter den anderen zu sein. Ich hoffe, die haben sich nochmal verbessert. So, wollen wir nämlich nochmal ganz kurz schauen. Nein, also guck, zeitgleich, weil der Penner die Zeit als erstes, glaube ich, gefahren hat. Aber ich bin mir eigentlich sicher, dass wir das waren. Oh, bitterer geht's ja echt nicht. Ja, okay, der Rick Scott, der ist auch nochmal ganz knapp dahinter. Also, das ist echt krass. Die ersten vier innerhalb von 7 Hundertstel, das ist schon echt krass. Das ist weniger als so ein Augenzwinkern. Naja. Gut, die beiden Rennen wird es dann in der nächsten Folge geben und den Saisonabschluss, bevor wir dann, ja, Endurance fahren müssen. Oh, habe ich da Lust drauf? Naja, gut. Wird schon hinhauen. Ich sag danke fürs Zuschauen, Leute. Macht's gut und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.